Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play Survival. Mein Name ist Titan und mit mir ist der Dash. Hallo. Wir haben was vorbereitet, da wir eine automatische Farm bauen wollten. Und das zeigen wir euch doch mal jetzt direkt. Und zwar haben wir das Grundgerüst schon mal gebaut. Unsere alte Farm, die vorher war, bestand lediglich aus dem Teil, wo ich jetzt hier gerade hier spaziere. Wir haben hier drunter Wasser gebaut. Habe ich jetzt noch hier ein bisschen Erde dabei? Jawohl. Positiv, das sieht gut aus. Und zwar befindet sich hier drunter Wasser und das überall drunter, das sieht man so ein bisschen. Einfach damit die Felder bewässert werden. Hier hinten haben wir schon Pistons aufgestellt und Wasser oben eingeführt. Füllt, meine ich natürlich. Eingeführt, Ich geil. weiß nicht, was du eingeführt hast, aber ich weiß, dass wir es aufgefüllt haben. Genau, also hier wie gesagt, die Pistons drunter ist ganz klar, hinten Repeat dahinter, schön verschwenderisch. Was ich jetzt noch machen wollte, war das Ganze nach unten legen. Und zwar, Haben wir eine Scheide, würde ich mal sagen, unten, ne? genau, machen wir das hier hin. Hoppala. Immer schön verschwenderisch, damit wir auch sicher gehen können, dass das Signal hier unten ankommt. Zack, und der nächste. Und der nächste, und der nächste, und der nächste. Und zack, wir haben ja noch ein paar Repeater. Zack, 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 zack. Und ich denke noch einer und dann reicht's. Na, was mache ich denn hier? So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Na, vielleicht auch nicht. Na, weiß man nicht so genau. Ja, wo soll man hinmachen? Hier an die Ecke oder wohin? Ja, würde ich sagen, genau. Wo ist der gute alte Schalter? Der Schalterspalter ist hier. Okay. Nee, so will Geht ich ihn aber nicht. nicht. Nee, so will ich ihn auch nicht. So will ich ihn. So, dann entferne ich hinten mal die Sicherungsfackel. Und soll ich dann drücken? Ja, drücken! Drücken, drücken, Ist schon, es läuft drücken! von alleine. Ja, ich weiß. Aber es soll ja Ach, nicht laufen. Es soll ja Quatsch. im letztendlichen Zustand zu Perfekt, würde ich sein. sagen. Perfekto! Schön vorbereitet haben wir das. Jetzt haben wir eine Erfolgserlebnis. Nahrungsmittelversorgung. Ja, das sowieso. Also Erfolgserlebnis auf jeden Fall. Nee, ich meinte eigentlich eine Nahrungsmittelversorgung. Eine kontinuierliche. Kontinuierliche. Falls ihr das Wort nicht kennt, guckt einfach im Duden nach. Kontinuierliche. Bakar, ne? Und da Doppel-Vierfach-K. So, und dann machen wir hier wieder zu. Ja, okay. Das ist doof. Hier geht das Signal verloren. Dann machen wir hier nochmal einen hin. Ne, natürlich so rum. Ja, wo geht's denn hier verloren? Sollte es denn wirklich schon hier verloren gehen? Warte mal. So. 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 Kann sowas sein? Wieso geht denn das? Naja. Naja, fragen wir nicht nach. Machen wir einfach weiter. So. Das sieht gut aus, oder? Läuft runter. Und das Wasser ist weg. Es ist weg. So, kannst du noch einmal den Hebel umlegen, bitte? Sicher Oh auch. nein, jetzt habe ich jetzt. Ah, jetzt habe ich das aus dem Überblick verloren. Aus dem Überblick verloren. So. Und Bams, trara, perfekt. trara, fertig. Jetzt können wir den Samen pflanzen. Den Samen pflanzen. Guck mal, geht gar nicht. Ich wollte gerade sagen, geht nicht aus. Ja, das hat vielleicht ein bisschen Verzögerung. Dann pflanze ich mal los, wa? Ich pflanze auch mal los. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Samen. Gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Ich hab einen Stack gehabt. Aber dafür habe ich 33 Getreide. Und deswegen pflanze ich hier direkt mal so ein Crafting Table hin. So eine Workbench. Eine Workbench. Gut, die hätte ich mir jetzt natürlich auch im Inventar greifen können. Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht? So, dann nehmen wir hier das. Und jetzt wird in der Werkbank Brot gebacken. Das ist eine Spezialität des Hauses. Heck. Schuppidu, 13 Brote. Ich leg mal hier in die Truhe, ne, die außen am Haus steht, ein paar Brote rein. Ups, schon wieder, na? Boah, du hast ja richtig viel Samen dabei. Das reicht aber nicht. Auf einer Seite ist einer mehr als auf der anderen. Aber okay.
Na, immerhin. Na, haben wir nicht. Das ist gut. Ah, der vermehrt sich ja irgendwie, der lässt sich Und schon da ist es finden. schon gewachsen. Echt, ist schon gewachsen. Boah, Ja. ey, super Düngemittel haben wir hier. Wir haben richtig mineralischen Boden, da wächst das alles richtig gut raus. Ja, so die Diamond Hoe. So nennt man es auch auf Englisch. Diamond Hoe, hast du eine gemacht aus Diamond? Nein, natürlich Na, nicht. das wäre ja Aus auch Verschwendung Eisen. gewesen. Aus Eisen, gut, die hält natürlich dann auch eine Weile. So, und wie ich gerade sehe, wir haben kaum noch Essen. Wollen wir mal die Welt erkunden gehen? Und dabei schlachten oder was? Ich habe jetzt noch 3 Weizen übrig. Habe ich jetzt Ich nicht habe gar dran kein gedacht, Brot dass wir mehr. noch rohen Weizen brauchen, also nicht verarbeiteten. Naja, ist ja egal eigentlich, oder? Drei, dann muss ja reichen, um Tiere anzulocken, sollten wir welche kriegen. Ansonsten killen wir die einfach. Am besten von jedem, ja, okay, am besten von irgendeinem zwei, ne, sodass sie sich vermehren können. Am Ja. besten Kühe, weil da kriegst So. du ja Fleisch, ne? So wie bei der Arche Noah, genau. Also gehen wir jetzt Kühe finden einfach, würde ich sagen. Ja, Und wo dann, lang? ja, wo du willst, wo du möchtest. Komm, wir gehen mal hier lang. Wir Na gehen schon. da lang. Immer dem Dash hinterher. Der Dash, der Kite weiß, Dash wo auf es. Wanderschaft. Jawohl, ja. So stelle ich mir das vor hier. Jumpy, jumpy, jumpy durch die Gegend und. Immer schön die Augen offen halten Und immer der Nase nach. hier. Vielleicht treffen wir ja hier Dornröschen oder Rotkäppchen im Wald oder die Oma. Oder am schlimmsten noch den Wolf. Oh nein, der Wolf! Ne, der Wolf, Da ist der ein muss. Hund und ich habe keinen Knochen mitgenommen. Auch nö. Nein, da ist der Wolf schon! Oh mein Gott, da ist der Wolf! Der hat sich nur verkleidet. Der Wolf ist in Wirklichkeit die Oma. Oder wie ging das Mädchen? Ja, genau. Märchen, meine ich. Der Wolf verkleidete sich als Oma. Ja. Ach so, ich dachte, die Oma verkleidete sich als Wolf. Ja, nee, ist klar. Da ist schon eine Kuh. Echt, haben wir eine? Und das sind zwei Kühe, die kann man gleich mitnehmen. Boah, 2 Kühe. Hast du auch Getreide? Nee, habe ich nicht. Komm, ich drop dir mal eins. Und dann machst du hier so auch einen auf Cowboy. So, wir Geil. müssen dann nach links gehen irgendwie, ne? Da kommt die Kuh schon angelaufen, die gute alte Kuh. Na, kommst du her? Komm her, Komm, Baby. also folgt mir schon wieder zurück, oder? Ich habe mein unsichtbares Lasso. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Hol das Lasso Das raus. unsichtbare Lasso habe ich hier geholt. Komm wieder, ey, der haut wieder ab. Ich glaube, Komm, es Muko. hackt. Oh, die Sonne geht doch unter. Hallo, Kollege. Kuchen. Mensch, Emma, folgt mir. Also wirklich. Aber mit Kühen hast du es nicht so, ne? Nee, also. Naja, ich meine, warum auch? Warum sollte man es auch mit Kühen haben? Da kommt eh nichts Tolles dann bei Ich bin nicht raus. so Nee, so bin ich auch nicht. mit So war ich Tieren. auch noch nie und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann mal so sein werde. Du darfst auch nicht so schnell vorrennen, ne? Die kommt ja kaum hinterher. Und meine Kuh kommt gut hinterher. Ich habe eine Alter, die fitte ist richtig Kuh. Die ist sportlich. Nichtraucherin. Ja, absolut. Das merkst du. Die hat noch eine frische Lunge und so. Sag mal, soll ich mit der schwimmen gehen oder außenrum gehen? Außenrum würde ich sagen. Ja, nee, ich gehe mal schwimmen mit der. Okay. Ich dachte, wir machen jetzt ein Wettrennen. Du außen und ich gehe hier. Was Na, schneller. wir aber wirklich für ein Wettrennen machen gerade, das ist gegen die Sonne. Ja. Es wird immer dunkler. Komm. Ja. Kuchen. Alter, will der mich verarschen? Komm her. Komm her, du Sau. Du Saukuh, komm her. Aber wo wollen wir die Ja, reinstellen? diese Idee, diesen Gedankengang hatte ich auch gehabt. Keine Ahnung. Beim besten Willen keine Ahnung. Vor allem, da ist unser Haus, ne? Da ist unser Haus. Jawohl. So, kleine Kuh, du musst jetzt noch einmal mit mir nass werden hier. Dann gibt's fein Happa Happa für dich. Dann gibt's Babys. Okay, ja, wenn das natürlich nicht überzeugt, ne? Ja, die gibt schon Geräusche hier. Weißt du, was wir machen können? Wir können die ja mal ins Haus einsperren, erstmal bei uns. Ja, würde ich auch sagen. Hatte ich auch schon den Gedanken. Und dann bauen wir irgendwo dahinter oder so. Bauen wir einen Zaun. Wir haben ja gestern diese Riesenschlucht, wo wir gesagt haben, das erinnert mich an das Haus von Dusk Till Dawn. Oh nein, die Kuh. Komm rein. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Ja, komm rein. Komm rein. Och Och. nee, Och, Kuhchen, komm her. Wir haben ja die Schlucht gestern zugemacht. Na, kommen Sie jetzt oder wie sieht das dein aus? XXL-Krater. Die darf hier nicht rein. Die ist so gut erzogen, die kommt hier nicht rein. Dann halt du mal die Kühe unter Schach, im Schach so. Und ich mach mal hier gerade ein bisschen Holz. Oh, Zaun haben wir noch. Haben wir denn auch noch Sticks? Die sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Egal.
Und gerade Ausschau halten, dass nicht irgendwie Creeper oder so kommen, ne? Ja gut, das wäre doof. Ich verballer jetzt einfach alles hier für Zaun. Dann müssen wir nochmal Holz holen gehen bei Gelegenheit. Ist ja kein Ding. Hauptsache, wir haben die Küchen safe für eine ausgewogene Ernährung. Immer zwar überall lassen, ne? Von was? Von Kühen, weil man zum Beispiel total viele hat. Immer zwar überall lassen, ja, natürlich. Dass sich dann paaren können. Natürlich, natürlich. Tut mich fein an hier. So. Eigentlich schon gleich die andere. So, wo soll man die denn hier hinsetzen, die Küchen? Egal, irgendwo, wir können sie jetzt ja irgendwo hinsetzen und dann können wir sie ja nochmal um. Dann können wir sie nochmal umsetzen, da hast du recht. Ja, dann würde ich doch sagen. Oh Mann, hier ist so viel. Dann bring die doch mal gerade her, dann sparen wir uns eine Wand und nutzen einfach eine Wand von unserem Haus. So, und ich denke, der Dash ist gerade rausgeflogen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der nochmal wiederkommt, weil ansonsten laufen ja die Kühe weg. Küchen, Küchen, na kommt zu mir, kommt ihr zu mir? Ja, fein, ihr seid so feine Küchens. Na kommt her, ihr Schnuckimäuselchen. Kommt ihr her, kommt ihr her? Ja, 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 ja. So. Ich baue euch ein schönes neues Zuhause. Und dann vermehren wir euch. So, bist du wieder da? Ich bin wieder da. BB. Connections-Probleme, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen, ja. Na, passiert, passiert. Passiert. So, na komm mal her, du Kuh. So, ich mache jetzt von innen zu irgendwie. Jedenfalls zum größten Teil. Ha! Ausgetrickst habe ich euch, Leute. Ha, ha, ha! Ausgetrickst! So, jetzt gibt's noch fein Happa Happa und gibt noch mehrere Kühe jetzt. Ja, so schnell geht das. Da wird die Kuh verdoppelt. Verdoppelt geklont? Yeah, das ist Gentechnik oder wie auch immer man das nennen möchte hier. Was wir hier machen. In Minecraft. Also hier ist so viel, unglaublich viel Getreide. Oh, da ist es schon passiert. Aber die ist kleiner. Mann, da ist er fehlgeschlagen. Vielleicht wächst die ja noch. Aber ansonsten schön. Müssen wir die nochmal düngen, die Kuh. Düngen, die Augen. Wo hängst du rum? Wo ich rumhänge? Jo. Ich bin unterwegs. Oh, der Creeper, der ist auch unterwegs. Ja, wieder auf Wanderschaft. Ich box ihn um, ne? Peng, voll in die Fresse. Peng, voll in die Fresse. So, und patsch. Komm, noch einen. Und da bin ich wieder. Ah, WB, WB. Ich dachte, du wärst schon hier gewesen. Nee, nee. Deswegen habe ich auch gefragt, wo du rumhängst. Und ich stelle mich im Kampf. Oh mein Gott. Gegen die Spinne. Hinter unserem Haus ist ein Creeper. Nicht noch da schlafen eine. Gehen. Das ist schlafen bestimmt gehen. Der Kollege von dem, den ich gerade gekillt habe. Ja gut, okay. Und dann gehen wir schlafen. Oh, da kommt nämlich gerade. Verdammt. Oh, bring ihn zu mir. Ich hau dir den weg vom Hals. Oh nein, jetzt fängt sie alle an. Ein Enderman. Kieseln. Ein Enderman. Oha. Oh, verdammter Creeper. Und weggehauen haben wir dich. Ja, oh, das regnet. Ja, regnet. Das ist natürlich nicht so toll mit dem Regen jetzt hier. Und eine Spinne sitzt da hinten drauf. Ich glaube, wir müssen mal sehen, dass wir irgendwann mal hier ein bisschen Licht hinmachen. Oh ja. Verdammtes Pisswetter, sage ich dir. Ja, gehen wir schlafen auf jeden Fall. Die Kuh, die hängt da irgendwie raus mit dem Kopf. Ja. Weißt du was, Dash? Weißt du was wir eigentlich machen könnten? Wir gehen jetzt schlafen und lassen die Folge hier enden und machen dann einfach beim nächsten Mal weiter. Oder so. Sehr gut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.